R-E-W-I-N-F-I-D-E. Was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Mit dabei ist heute liebe Tobi. Hallihallo, Tobi. Leute, wir waren die Nacht über und generell mit dem Architekten von den Bauwahlen ziemlich fleißig. Nochmal ein fettes Dankeschön an die Jungs, Mädels. Was soll ich euch sagen? Schaut euch das an. Bam! Diese riesige Festung. Sie steht. Das Gefängnis nimmt erste Züge an, Leute. Der krasseste Knast, den es jemals in ganz Empire gegeben hat, Leute. Dieses Ding ist ein Hochsicherheitsgefängnis, sondergleichen. Aber erst bevor ich euch das jetzt zeige, würde ich sagen, Tobi, versucht doch mal ganz kurz, ob man dieses Luftschiff hier jetzt endlich landen kann. Denn ich habe diesen wunderschönen Steak hier nicht umsonst gebaut, Tobi. Versuch mal ganz kurz, das hier zu landen. Ob du es ein bisschen hier ranbekommst, wenigstens ein Stück weit. Und vielleicht schaffst du es ja sogar, ohne drauf zu gehen. Wer weiß das schon. Komm mal hier rüber geflogen. Da wäre ich mir nicht ganz sicher. Warte, ich muss kurz drehen. Das sieht aber schon mal ganz gut aus. Wenn du es, genau, wenn du es quasi, das sieht gut aus, ja. Okay, das ist nicht so gut. Bin ich nah dran? Weil ich muss ein bisschen, du musst andersrum drehen, oder? Du musst dich andersrum drehen. Dreh dich mal komplett andersrum. Ich bin gleich dran, warte. So, und align mal. Versuch mal. Warte. Hier, ja. Aber ich kann nicht. Tobi? Was war? Tobi? Alles gut? Was ist passiert? Du bist gerade runtergefallen. Ich bin abgestürzt. Tobi! Flieg wieder hoch! Oh Gott, das könnte an dem Unwetter liegen! Versuch wieder hochzufliegen! Gib wieder Luft rein! Hey, du musst ein Stück weiter weg von der Insel! Und dann kannst du wieder hoch, Ah! Okay. Das Unwetter ist direkt wieder weg! Was zum Teufel? Das haut mich schon wieder runter! Alles gut, okay. Okay, jetzt bleib mal hier, versuch jetzt mal zu allein. Versuch mal! Kannst du nicht? Ich will mal hier weiter oben, warte! Dann kann ich vielleicht auch noch normal aussteigen. So, versuch mal! Allein, ja, ich kann es auch machen. Und jetzt steig mal aus! Aber ich wünsche dir einen schönen Tag, ich sterbe jetzt. Tobi, bist du runtergefallen? Ja, schade, sehr gut, Leute. Dann würde ich sagen, hat das auf jeden Fall so halbwegs geklappt. Ich glaube, wir sollten einfach mal Floater hinsetzen von diesen Blöcken, die da keine Probleme machen. Dann ist das auf jeden Fall gar kein Ding mehr. Tobi, ich würde mich sehr freuen, wenn du jetzt mal wieder hoch zu mir kommst. Dann kann ich dir nämlich mal zeigen, was wir hier gemacht haben. Das ist echt nicht schlecht geparkt, muss man ganz ehrlich sagen. Tobi, wo bist du gerade? Komm mal her, Schätzelein. Teleportiere ich gerade. Tobi, ist gut gemacht. Tobi, geil. Sehr schön. So, komm mal mit, pass mal auf, Leute. Ich würde sagen, es gibt erst eine kleine Clusterrundführung und danach fangen wir gleich an mit dem Verwaltungsgebäude hier auf dieser Insel. Leute, wir kommen erstmal rein und haben hier letztendlich den Eingangsbereich. Ihr seht ja schon, die sind immer noch Schilder von den Bauwahlen. Das hier ist quasi der kleine Besucherempfangsraum. Hier kommt natürlich nochmal ein Hebel und alles. Haben wir sogar schon hier hingesetzt. Pass mal auf, es funktioniert folgenderweise. Hey, ich bin Patrick und ich wollte gerne ins Gefängnis kommen. Ja, du kommst rein, weil du bist böse. Ja, genau, Leute. Und so wird man dann quasi durch die Schleuse reingelassen. Hier kommen nochmal eine Pistentür und sowas hin. Die würden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge bauen, sodass das Ganze hier auf jeden Fall auch hundertprozentig ausbruchsicher ist. Dann geht's hier quasi rein. Ihr seht hier schon die Zellentüren, Leute. Tobi, gib mir mal ganz kurz ein Knöpfchen. Ich hab einen. Ich kann dir mal ganz kurz zeigen, Leute. Die Zellen sind nicht so geräumig. Man kommt hier auf jeden Fall nicht raus. Es hat hier ein Klo, ein Waschbecken, ein Bett und das war's. Ja, also mehr ist hier nicht raus. Ja, wenn man von außen aufgemacht bekommt, dann geht das sicherlich. Tobi, es wäre ganz nett, wenn du das jetzt tun würdest an dieser Stelle. Wir werden auf jeden Fall später alles noch so verbinden, Leute. Dass unten eine riesige Redstone-Konstruktion ist, die quasi alle Zellen mit einem Knopf drückt, dass man quasi die komplette Kontrolle über die Gefangenen hat. Hier gibt es dann quasi nochmal eine Ebene mit Zellen. Das heißt, wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, wir haben insgesamt 16 Zellen, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ich glaube, es sind 16 Zellen, genau. Wir hatten eigentlich zuerst 12 angedacht, Leute, beziehungsweise 8. Haben wir dann nochmal aufgestockt, weil wir gesehen haben, dass der Bedarf leider schon da ist. Dann können wir mal ganz kurz runtergehen, Leute. Dann zeige ich euch mal die Reste des Ganzen. Hier, passt mal auf. Hier vorne haben wir dann quasi einmal einen ziemlich wichtigen Raum. Hier kommt nämlich später mal die Duschen rein, Leute. Die sind allerdings noch nicht fertig. Hier sind gerade erstmal Monster drin. Die chillen hier gerade und duschen sich ein bisschen. Hier kommt auf jeden Fall später noch die Dusche rein. Das wird noch gebaut. Das ist noch nicht fertig. Aber hier vorne, meine Freunde, ist schon mal das Fitnessstudio. Denn wir möchten natürlich auch, dass unsere Gefangenen unterstützt werden. Und ihr seht hier schon den ersten Sneak Peek von unserer Redstone-Konstruktion, Leute. Da kommen wir später nochmal zu. Das hier ist der Innenhof. Wir können die Gefangenen ein bisschen rumlaufen, Basketball spielen. Aber natürlich, eine Sache können sie nicht ausbrechen. Wir haben hier alles so ausbruchsicher gemacht, meine Freunde. Die Gefangenen werden auch später einen speziellen Spielmodus bekommen, sodass sie hier keine Blöcke abbauen und sonst was können. Das heißt, es wird hundertprozentig sicher sein, hier nicht auszubrechen, Leute. Dann geht es hier immer nach links und dann kommen wir hier in den Fitnessraum, denn wir haben uns überlegt, Leute, ein bisschen sportliche Betätigung hier mit eventuellen Boxsäcken, einem Laufband, das ist so ein Gerät, was einfach nur mit Zahnrädern funktioniert, da läuft man quasi auf der Stelle, ein kleines Rack zum Turnen und ein paar Gewichte, die man sich hier dann nehmen kann, sind auf jeden Fall gar nicht so verkehrt, zumal man sich dann als Gefangener auch ein wenig ablenken kann von dem tristen Alltag und wir wollen natürlich nicht so unsere Gefangenen auf dumme Ideen kommen. Deshalb, meine Freunde, haben wir das hier gebaut. Dann würde ich sagen, komm mal ganz kurz mit, Tobi. Dann zeige ich dir mal ganz kurz den Rest hier vorne. Wir müssen einmal ganz kurz hier das Absperrband durchbrechen. Das dürfen wir natürlich hier als Baustellenleiter. Hier ist noch ein kleines Gerüst. Ihr seht das hier, Leute. Das Ding ist, wie gesagt, noch überhaupt nicht fertig. Das Gerüst ist hier gerade noch dran. Hier werden noch Malarbeiten und so weiter gemacht. Einige Lampen sitzen hier noch nicht richtig. Ihr seht das hier vielleicht. Warte mal, das korrigieren wir direkt mal, Leute. Pass mal auf, das muss natürlich hier auch alles seine Richtigkeit haben. So sitzt das schon besser. Und ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz hier hin, Leute. Tobi, pass mal auf. Denn hier kommt man nämlich jetzt nur rein, Leute, durch eine Permission bzw. durch den Kommandoraum. Geh mal ganz kurz hier eins runter.
Tobi, gehen wir noch ganz kurz nach hier. Ja. Denn wenn wir jetzt einen Schwergefangenen hätten, öffnen sich im Moment die Türen nur durch diesen Weg, Leute. Und ihr seht das hier schon. Es gibt hier mehrere Wege. Das Ganze wird später so sehr verkabelt werden, dass diese Person hier komplett isoliert ist, meine Freunde. Das heißt, die Person, die dann letztendlich hier eingesperrt wird, Patrick in dem Falle, wird auf jeden Fall so dermaßen sicher sein. Schaut euch diese Gummizelle hier an, Leute. Hier ist kein Rauskommen. Hier ist es nicht möglich rauszukommen. Tobi, wäre es vielleicht möglich, dass du mir die Tür aufmachst, damit ich hier rauskommen hier kann? Also, Leute, man kann da ausbrechen. Wie bitte? Oder zumindest kann man hier liegen gehen. Da unten ist Wasser und man überlebt. Richtig, das wird aber alles nochmal so weit abgedichtet, Tobi, dass das auf jeden Fall nicht passieren kann. Also wir sind noch nicht hundertprozentig sicher mit dem Konzept, aber Leute, der Großteil steht schon mal so weit. So, jetzt müssen wir hier mal ganz was Folgendes machen, was illegal ist und ganz kurz die Tür einreißen. Ja, Leute, und so sieht das Gefängnis quasi aus. Also wir haben hier doppelte Mauer mit einem riesigen NATO-Zaun. Ihr seht das hier. Hier kommt man später natürlich als Gefangener auch nicht hin. Wir werden auch später Gefängniswachen haben. Wir haben da schon mit Early Boy gesprochen, der im Moment dabei ist, Rekruten für die Stadtwache zu organisieren. Und diese werden auch später hier knallhart über das Gefängnis wachen, Leute. Das heißt, hier gibt es, wie gesagt, keine Möglichkeit, irgendwann zu entfliehen. Oh mein Gott, hast du das gerade gesehen? Das war, Was? Tobi, ich, ja gut, das sind natürlich jetzt halt Gefahren von Gott. Außerhalb, die eventuell dann, der wohl, Teufel? Also, der, oh, ja, er fliegt hier sind überall Mantikos, Tobi, hier sind überall Mantikos, das ist natürlich, also, ja gut, ja. Lass uns mal ganz rüber gehen, komm mal ganz mit hier, pass mal auf, vielleicht können wir den ganzen mal anlocken, dass wir den mal hier niederstrecken, komm mal her, Schätzelein. Hallo? Wieso sind die hier? Mr. Manticore? Ja, weil wir halt in hohen Gefilden sind und dementsprechend ist das vielleicht ein wenig schwierig. Warte mal, wo ist denn der da? Da vorne ist der auf dem Schiff, ne? Soll ich den. Warte. Wo ist der? Ah! Er beißt mich! Aua! Oh! Dreck ihn nieder! Ah! Oh, okay, Nummer 1, das war Nummer 1 und der zweite. Da oben ist der nächste hier. Wo ist der? Über unserem Folterding. Wo ist der? Siehst du ihn da? Über unsere Folterkammer. Achso, ja, da vorne, ja, warte mal. Ich will nur ganz kurz, dass er. Ah, gut, er fliegt weg. Also, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass sie sich hier irgendwo einnisten, Leute, denn die sind nämlich ziemlich lästig und vielleicht kommt irgendein Gefangener auf die Idee, die Dinger noch zu zähmen. Das wollen wir natürlich nicht. Aber ihr seht auf jeden Fall, Leute, das Ding hier ist wirklich hundertprozentig bombenfest. Hier kommt keiner raus. Das sind Bedrock-Stäbe, das sind doppelte dicke Mauern und wie gesagt, wir werden halt den Spielern später sämtliche Möglichkeiten nehmen, hier irgendwie mit den Blöcken zu interagieren, sodass hier quasi die Möglichkeit einfach nicht gegeben ist, hier rauszukommen, Leute. Diejenigen, die hier reinkommen, werden, wenn überhaupt, rauskommen, wenn ihre Haftzeit abgelaufen ist oder sie dann eventuell durch die Falltür nach unten lassen werden. Tobi, ich würde sagen, wir gehen mal rüber und beginnen mit dem Verwaltungsgebäude, beziehungsweise unserem kleinen Wächterhaus, was natürlich auch noch kommen muss. Ich hoffe mal, dass wir bis zum nächsten Mal die Duschen und sowas fertig haben, Leute. Die Duschen werden natürlich dann noch betreibbar sein, sodass wir quasi oben ein wenig Wasser haben. Ich denke mal, das können wir in der nächsten Folge einfach machen. Die Gefängnisduschen quasi bauen. Ich habe sogar überlegt, Tobi, was hältst du davon, wenn man eventuell die Duschen vielleicht sogar mit einer Art Überwachungssystem, also quasi mit einem doppelten Spiegel oder sowas ausstattet. Nicht, um den Gefangenen irgendwas wegzugucken tatsächlich, sondern um halt einfach hinzugehen, um die Duschen so weit auszustatten, dass man dort Leute einfacher überwachen kann. So, pass mal auf, Tobi. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem Grundstock. Wir haben jetzt hier erstmal die TNT-Kanonen, die können auch eigentlich so bleiben. Wobei ich mir... Ja, warte mal, lass die mal ganz kurz... Kannst du die mal ganz kurz wegmachen? Das war nämlich, glaube ich, gar nicht so geplant, dass die jetzt hier langfristig stehen. Die waren jetzt erstmal nur für eine temporäre Verteidigung gedacht. Ich würde sagen, wir entledigen uns mal ganz kurz diesen Dingern und können dann später nochmal hingehen und die dann neu aufbauen. Denn wir werden hier nochmal eine kleine Festung hinbauen, Leute. Diese Verteidigungsfestung dient erstmal folgendem Grund. Diese Festung ist natürlich dafür da, dass wir halt erstmal hier selber wohnen können und natürlich auch unsere möglichen Angestellten hier irgendwo drinnen Platz finden. So, pass mal auf. Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier ein ganz, ganz einfaches Konstrukt, Tobi. Das kriegen wir auf jeden Fall wunderschön hin. Ich weiß gar nicht. Lass uns mal... Hast du von dem Stein von da vorne vielleicht noch was? Von diesem Bechenstein, den die Bauwalle da mitgebracht haben? Den finde ich nämlich deutlich schöner als Holz. Warte, ich schaue mir kurz an. Das wäre ganz gut, wenn du den eventuell hier, noch irgendwie auftreiben könntest. Sie müssen noch irgendwo Kisten rumstehen haben, wo das alles drin ist, Leute. Dann können wir jetzt nämlich da einfach mal bedienen. Ich packe mal ganz kurz den ganzen Müll hier rein. Wir haben auf jeden Fall noch 12 Gold. Die Bauwale sind natürlich nicht günstig, Leute. Ist aber auch das Beste, was man hier bekommen kann. Hast du davon was, Tobi? Nee, den meine ich nicht. Ich meine den Bächen. Guck mal im Innenraum. Da ist irgendwo noch eine Kiste von denen. Da können wir uns auf jeden Fall bedienen. Und dann können wir jetzt, wie gesagt, hier was richtig, richtig Schönes hinbauen, Leute. Wo wir uns natürlich auch wohlfühlen. Vor allen Dingen, wo wir uns eine Sache fühlen, nämlich sicher. Denn das ist das Wichtigste, Leute. Wir haben ja dieses Gefängnis gebaut, damit wir uns ja sicher fühlen können. Und ich glaube, es ist gar nicht so dumm, eventuell seine Feinde, seine Gegner quasi ganz nah an sich ranzuhaben und damit eventuell dann vielleicht ein gewisses Gefühl der Sicherheit zumindest zu erwirken. So. Und ich hoffe mal, dass wir auf jeden Fall alsbald in der Mafia eventuell den ersten Zugriff machen können. Genau, perfekt. Gib mir davon mal bitte ein bisschen was. Sehr schön, Tobi, das ist sehr gut. Ich habe hier noch was in meiner Hosentasche. In deiner Hosentasche, ja, sehr schön. Hosentasche. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Pass mal auf, dann lass mal hier ganz kurz die ganzen Elemente so ein bisschen zusammenbauen. Es muss jetzt natürlich nicht wunderschön werden, Leute. Es geht jetzt natürlich jetzt erstmal darum, dass das Ding halt eins ist, nämlich schnell fertig und vor allem sicher. Denn wir haben ja schon die ein oder anderen Einheiten bei der Mafia positioniert. Also Kevin ist ja immer noch auf einer Mission, die scheinbar nicht ganz so goldig läuft. Aber bei Zines erhoffe ich mir tatsächlich mehr. Und sobald wir, wie gesagt, da triftige Informationen haben, Leute, werden wir auf jeden Fall sofort zuschlagen und dieses Ding natürlich auseinandernehmen.
gehen, das ist ganz klar. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall unsere erste Sache sein wird, die nachdem wir Fertigstellung des Gefängnisses dann folgen wird. So, pass mal auf, Tobi, wir sollten uns vielleicht Gedanken machen, ob wir das Ding mit doppelten Wänden bauen oder vielleicht, weißt du was, ich bin der Meinung, Tobi, wir sollten das Ding vielleicht von innen mit einer Art Putz oder sowas verkleiden, weißt du, was ich meine? Dass wir quasi irgendwie Wolle oder sowas an die Wand machen, irgendwie tapetenmäßig. Ich hab eine Idee. Genau, dass man halt da irgendwie diese farbigen Steine an meinem Haus auch zum Beispiel. Ja, richtig, genau, dass man das von innen ein bisschen schöner hat, weißt du, was ich meine? Weil dann sieht das auch ein bisschen einladend aus, man soll sich natürlich auch wohlfühlen. Auch wenn das Ding natürlich relativ schnell und bollwerkmäßig aufgebaut werden sein soll, soll man sich auch irgendwo darin wohlfühlen, wenn man darin wohnt, Leute. Wir werden natürlich hier noch eine Lebensmittelversorgung und sowas einbauen. Wir haben ja bereits die Technologien aus der Hauptstadt und können es daran easy bedienen. Aber jetzt vorerst geht es natürlich erstmal darum, Leute, hier das Ding fertig zu bekommen. Ich hoffe mal, dass euch dieses Gefängnis gefällt. Also ich bin auf jeden Fall richtig, richtig zufrieden damit. Das Ding sieht wirklich bombensicher aus und ich glaube auf jeden Fall, dass da, wie gesagt, keiner so schnell rauskommen wird. Falls doch, Leute, dann würde ich mich wirklich wundern, wenn es dann einer von denen schafft. Aber das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass wir sie fassen. Und das ist natürlich jetzt der nächste Punkt, der dann auf der Tagesordnung steht, diese ganzen Verbrecher erstmal festzusetzen. Und wenn wir das geschafft haben, Leute, dann sind wir auf jeden Fall in unserer ganzen Strategie schon ein deutliches Stück weiter. Und dann können wir uns auf jeden Fall erstmal ein wenig zurücklehnen, wenn sie eingebuchtet sind. Denn wie gesagt, dieses Bollwerk wird keiner so schnell niederreißen können. Leute, was soll ich sagen? Ich würde sagen, das war's von dieser wunderschönen Folge von Minecraft Empire. Wenn es euch gefallen hat, smasht auf jeden Fall wieder ein Like-Button da oben da. Lasst auf jeden Fall ein Abo beim Tobi da. Der Junge ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und das war's von dieser wunderschönen Folge von Minecraft Empire. Checkt auf jeden Fall mal die Bauwale aus und danke nochmal an das Bauteam an dieser Stelle. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, haut da rein, schaut euch die weiteren Folgen von Empire in der Playlist an und das war's. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao! Tschüss!